Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Diesmal geht es um das meiner Meinung nach beste MMORPG aller Zeiten. Ich muss direkt sagen, dass es sich hierbei um meine Meinung handelt und ihr natürlich eine andere haben dürft. Die Rede ist von PSO 2 und um genauer zu sein PSO 2 New Genesis, welches ein Add-on zum Hauptgame ist. PSO 2 hatte seinen Release bereits 2012. Das Add-on New Genesis erhielt Einzug auf Steam am 5.8.2020. PSO gibt es schon seit den 90er Jahren, damals auf einer Sega-Konsole. Ja, PSO ist einer der starken und alten Marken von Sega, nicht nur Sonic. Bis heute gab es verschiedenste PSO-Ableger. Der bekannteste war wohl Phantasy Star Online für den GameCube, die Xbox und Dreamcast, welches zum allerersten Mal Online-Koop-Gameplay von einer Konsole aus ermöglichte. Aber genug zur Geschichte, die ist nämlich eigentlich auch nicht so wichtig. Kommen wir dazu, wieso PSO 2 das in meinen Augen das beste MMORPG ist. Zum einen hat, wie bereits erwähnt, Sega mit dieser Art RPGs jahrzehntelange Erfahrung und das merkt man auch am gesamten Gameplay. Das Movement, die Attacken und die gesamte Aufmachung wird nie anstrengend und ist nie überladen. Vergleicht man das mit einigen anderen aktuellen MMORPGs, wird einem schwindelig nur beim Zusehen. Zusätzlich ist das Game kostenlos, das heißt, man hat 0,0% Kosten. Habt ihr einen PC, eine Xbox oder eine Playstation, dann könnt ihr jetzt sofort das Game herunterladen, mein Video ausmachen und euch selbst überzeugen. Kostenlos ist nicht nur das Add-on, NGS, also New Genesis, sondern auch das gesamte Base-Game von 2012. Damit habt ihr Content für Jahre, tausende Stunden. Es gibt Crossplay, ihr könnt also mit Freunden mit einer anderen Konsole zusammenspielen. Außerdem könnt ihr, falls ihr mal die Konsole wechselt, also von der Xbox auf die Playstation oder umgekehrt oder vom PC auf die Playstation, dann könnt ihr euren Account mitnehmen. Das habe ich sogar selber auch zum Playstation Release gemacht und habe meinen PC-Account auf die Playstation transferiert. Solltet ihr jetzt interessiert sein, dann hört jetzt ganz genau zu. Denn jetzt würde ich euch gerne ein wenig mehr im Detail erklären, wie die Anfänge im Spiel sind und was zu beachten ist. Ich darf nämlich nicht verschweigen, es gibt auch einige Stolpersteine und Hürden. Das Game ist nämlich nicht ganz einsteigerfreundlich. Ich denke mal aber, das kann man auch über jedes andere MMORPG sagen. Der Discord ist unten verlinkt. Also startet ihr das Game zum ersten Mal, dann könnt ihr bereits einige Einstellungen vornehmen. Diese würde ich zuerst einmal auch später verschieben. Geht also auf Start Game. Jetzt wird es ein erstes Mal richtig wichtig. Zur Auswahl stehen 6 verschiedene Schiffe bzw. Server. Ihr könnt einmal ausgewählt nicht mehr wechseln, entscheidet euch also nicht zu voreilig. Es können nur Spieler zusammenspielen, die auf demselben Server sind. Man hat allerdings die Möglichkeit, für Echtgeld aus seinem Account von einem Server auf den anderen Server zu laden. Das würde ich ehrlich gesagt aber von vornherein vermeiden. Ich empfehle Schiff 2 Uhr. Hier sind meines Wissens nach die meisten Deutschen und Europäer vertreten. Das war auch schon 2012 so, als es nur die japanischen Server gab. Dort war auch schon Server 2, also Schiff 2 Uhr, der Europäer-Server. Als nächstes geht es in die Character Creation. Hier sind euch eigentlich keine Grenzen gesetzt. Tobt euch aus und kreiert einen Charakter ganz nach eurer Wahl. Ihr müsst keine Bedenken bezüglich Vor- und Nachteile haben. Hier geht es wirklich rein ums Aussehen. Ihr habt die Qual der Wahl, ob ihr zuerst ins Base Game reinschauen wollt oder direkt in New Genesis. Meine klare Empfehlung ist erstmal ins Base Game zu schauen. Dort wird einiges besser erklärt als in New Genesis, meiner Meinung nach. Ihr könnt aber natürlich auch direkt in New Genesis. Als nächstes könnt ihr euch eine Klasse aussuchen. Auch hier habt ihr die Qual der Wahl, doch keine Angst. Ihr könnt die Klasse zu jeder Zeit ohne Bedenken wechseln. Dadurch habt ihr im Endeffekt keinen Nachteil. Probiert euch also aus, welcher Stil am besten zu euch passt, ob Fernkampf, Nahkampf oder Zauberer oder vielleicht noch was ganz anderes. Da es sehr viele verschiedene Klassen gibt, erspare ich euch eine ellenlange Erklärung, welche Klasse welche Stärken und Schwächen hat.
Davon abgesehen spiele ich seit Release nur Gunner und habe gar keine Ahnung vom Rest. Zu Beginn des Spiels gibt es ein kleines Tutorial. Dieses ist abgeschlossen, seid ihr endlich in NGS, genauer sagt in Aelio. Aelio ist das erste Storygebiet. Insgesamt gibt es bislang drei Gebiete. Aelio, viel Grün, ein Wald, ein Berg und viele Seen. Rethem, eine riesige Wüste, alle steinig, könnt eine einzige Oase finden. Und Kavaris, das obligatorische Schneegebiet mit einem riesigen, riesigen Berg, vielen kleinen Bächen, typisch Schneegebiet halt. Das vierte Gebiet ist aktuell noch grau und wird Ende des Jahres verfügbar sein. Hierbei handelt es sich um einen Vulkan. Mehr ist bislang noch nicht bekannt. Jetzt einige Tipps zu den wichtigsten Dingen, die ihr besser früh als spät wisst. Es gibt ein paar verschiedene Währungen im Game, welches ein wenig verwirrend machen kann. Zum einen habt ihr eure Meseta, dies fungiert wie in anderen Spielen als Währung, um sich Tränke oder einfache Waffen zu kaufen. Darüber hinaus gibt es Star Gems, kurz SG. Diese findet ihr verteilt in der Welt und ihr bekommt auch einige durch Abschließen von Aufgaben. Damit könnt ihr den Season Pass kaufen oder am Gewinnspiel teilnehmen, den sogenannten Scratches. Und als letztes gibt es noch AC. AC könnt ihr mit Echtgeld kaufen und für allerlei nützliche Sachen benutzen. Hierbei sei zu sagen, es ist nicht Pay to Win, ihr erkauft euch lediglich Fashion oder sowas wie eine größere Bank zum Ablegen von Gegenständen. Ich selber habe bislang noch gar nichts ausgegeben, kann daher nur sagen, dass es auch unheimlich viel Spaß ohne Echtgeld macht. Jetzt könnt ihr euch in die Welt stürzen, die Hauptstory abschließen oder verschiedenste Nebenmissionen abschließen. Das Game ist komplett auf Englisch vertont, strotzt nur so vor Dingen, die es zu entdecken gilt. Solltet ihr weitere Fragen haben, lade ich euch gerne nochmals auf unseren Discord ein, wo euch sicherlich gerne geholfen wird. Ich würde mich übrigens extrem über ein Like auf dem Video freuen und ein Abo auf dem Kanal, falls ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Und wollt ihr mehr über PSO2 wissen, mehr Videos zu PSO2 bekommen, dann aktiviert auch die Glocke und lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und damit sage ich, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.